Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Bruno H. Bürgel. Meine Mutter fuhr einmal nach Thüringen. Das Reisen ist eine Kunst. Einmal, es war im Jahre 1882, fasste meine gute Mutter den kühnen Entschluss zu einer Reise von Berlin hinunter ins Thüringische zu ihren Eltern. Es war ein Ereignis ähnlich dem Übergang Hannibals über die Alpen, fast so aufregend wie die Umschiffung des Kaps der Guten Hoffnung durch Bartolomeus Diaz. Ja, es war beinahe eine Katastrophe. Das Haus stand auf dem Kopf, die Nerven vibrierten, das Essen brannte an, Angstträume ließen uns des Nachts in die Höhe fahren. So muss Stanley zumute gewesen sein, als er den Auftrag bekam, ins finsterste Afrika zu fahren, um Livingstone zu suchen. Die Ausrüstung, die Reisekosten, die Verproviantierung des gewagten Unternehmens gingen bei weitem über die Kräfte meines Vaters hinaus, der ein einfacher Schuster war. Ich weiß nicht, ob es im Jahre 1882 schon Speisewagen gab und Bahnhofswirtschaften. Aber selbst wenn es sie gegeben hat, die liebe Mutter wurde verproviantiert wie ein Nordpolfahrer. Eine handfeste Kiste wurde gepackt und sie wurde ausgefüllt mit Decken, Kissen, warmen Filzschuhen, einer Nachtmütze mit Knäueln grauer Wolle, Strickstrümpfen und drei Brillen. Dann kamen ein Brot, eine Wurst, viele gekochte Eier, Messer, Gabel, Löffel, eine Tasse, eine Flasche Kaffee, eine Flasche Himbeerwasser, Hoffmannstropfen, Bullrichsalz, Pfefferminztee und eine Tüte Bonbons. Am wichtigsten, sagte meine Mutter, eine erfahrene Frau, die die Reise schon 8 Jahre früher unternommen hatte, seien das Eisenbahnbillett, der Schirm, die Strickstrümpfe und die Brillen.